Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video dieser Videoreihe. Bist du erstaunt, wie das mit ganz normalen, herkömmlichen Lebensmitteln funktioniert und das Ganze ohne Sport? Ja, also das muss ich sagen, ich habe immer das mit Sport mitgemacht. Und ich habe mir gedacht, ohne Sport geht's nicht. Das habe ich gedacht, muss immer dabei sein. Und das ist der Witz überhaupt, dass es ohne Sport geht. Mit null Sport. Ich bin wirklich unbeweglich. Ich habe hier ein Haus, ich wohne da, ich arbeite da und ich arbeite bis spät nachts, oft bis 10, 11 Uhr am Abend. Ich komme oft wochenlang nicht raus, ja, ein bisschen übertrieben, aber fast wochenlang nicht raus. Meine Bewegung auf einem Schrittzähler, da 15, 20 Schritte am Tag kriege ich schon hin. Treppe rauf und runter. Ja, aber das hätte ich nicht gedacht. Okay. Aber ja, also es ist extrem tatsächlich. Ja. Ich finde es nicht gesund. Aber dass es trotzdem funktioniert und dass ich trotzdem das Gewicht abnehme und dass es, also das ist beeindruckend. Und ich mache das jetzt eigentlich erst drei Wochen. Und wer hätte das gedacht? Also, dass es einfach ist. Und dass man den Erfolg sofort sieht. Und das in drei Wochen. Ich habe jetzt 9 oder 10 Kilo in drei Wochen. Ich meine, das ist vergleichsweise null Zeit. Dass ich so viel essen kann, war manchmal schon ein bisschen lustig. Also ich bin total happy drüber. Also, ich bin überzeugt. Von wegen Kalorien. Ja, genau. Also. Bin ich halt auf dich gestoßen. Durch einen Bekannten auch. Und der hat mir das halt so erzählt. Und ich war eigentlich total begeistert. Hab mir dann dein E-Book durchgelesen und fand das total spannend. Und ich bin total begeistert, muss ich sagen. Also ich hätte es auch nicht geglaubt, dass es so konstant geht. Vom ersten Tag an, das ging nur noch nach unten. Und jetzt bin ich mittlerweile bei 55,5. Wie viel hast du nach 2 Tagen abgenommen? 2 Kilo waren es. 2 bis 3 Kilo. Eine Woche? Oh, in einer Woche waren es 4, 5. Und jetzt 3 Wochen? Ich bin jetzt bei knapp 9 Kilo oder 8,5. 8,5 in 3 Wochen? In 3 Wochen, richtig. Das ist eigentlich unglaublich. Bist du erstaunt, wie das mit herkömmlichen Lebensmitteln funktioniert und ohne Sport? Ja, weil ich habe auch immer gedacht, okay, du musst dich bewegen, du musst was tun, du musst Fahrrad fahren, du musst laufen, du musst schwimmen, irgendwas. Aber es geht tatsächlich auch ohne. Und das finde ich eigentlich super, weil ich habe auch nicht wirklich die Zeit, um Sport zu treiben. Bin sehr erstaunt, dass es geht. Dass es so funktioniert, ohne dass man sich großartig bewegen muss. Findest du diese Diät umständlich oder kompliziert? Nee, gar nicht. Absolut nicht. Also es ist, die Gerichte sind total schnell zubereitet, was ja ein Traum ist für jede Hausfrau. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich finde es überhaupt nicht umständlich, gar nicht. Was hältst du jetzt von diesen Kalorien- und Stoffwechseltheorien inzwischen? Gar nichts mehr. Also ich gebe da nichts mehr drauf, okay. Ehrlich gesagt. Das ist... Nee. Und jetzt eine kurze Wiederholung von all dem, was wir gelernt haben. Jede Geschichte setzt sich aus dem Guten und Bösen zusammen. In diesem Fall haben wir gesehen, dass das Böse die altverstaubten Kalorien und Stoffwechseltheorien sind und nicht zuletzt das Marketing, das dafür eingesetzt wird, um dich zu manipulieren. Wenn du also das nächste Mal liest oder die Aussage hörst nach den neuesten Erkenntnissen, dann überprüfe, was damit gemeint ist. Spricht man von Kalorien, Stoffwechsel und Fitnesspläne, dann sind es wiederum alte, abgestaubte Theorien. Und wenn nichts erklärt wird, dann frage einfach nach, was sind die neuesten Erkenntnisse? Lass dich also nicht mehr um die Nase führen. Marketing an sich selbst ist eine gute Sache, kommt jedoch darauf an, wie es eingesetzt wird. Es ist wie ein Hammer zu verstehen, kann gebraucht werden, um Nägel einzuschlagen oder man kann dieses Werkzeug dafür gebrauchen, um jemanden zu verletzen. Weiter zeigt sich das Böse darin, dass Fettleibigkeit nicht gelöst werden darf. Denn ansonsten lässt sich mit dem gleichen Problem kein Geld mehr verdienen. Die Zuckerindustrie setzt wiederum alles daran, dass du weiterhin zuckerabhängig bleibst, denn nur so boomt ihr Geschäft. Hier noch ein Beispiel, wo du nie vermuten würdest, wer nicht daran interessiert ist, Zucker aus dem Weg zu räumen. McDonald's hat nicht die besten Hamburger, aber ein starkes Marketing, um dich dorthin zu locken. Die Lebensmittel schmecken irgendwie süchtig machend. Irgendwie lässt uns der besondere gute Geschmack immer wieder reinbeißen. Und das ist die Wirkung vom Zucker. Dann haben wir Starbucks. Das Marketing ist genial. Bequeme Sessel, Wi-Fi, du fühlst dich wie zu Hause. Wenn du einmal drin bist, wird deine Sucht nach Zucker durch den süßlichen Luftduftgeschmack gestillt und du fühlst dich
mich wohl dabei. Starbucks öffnet im Schnitt 2 Filialen am Tag und mit einem jährlichen Umsatz von über 18 Milliarden beschäftigen sie über 180.000 Mitarbeiter. Selbst der übergewichtige Mitarbeiter von Starbucks, das davon lebt, ist nicht daran interessiert, dass sich etwas an der Zuckerindustrie ändert. Dann haben wir das Gute, dass nicht ich bin, sondern die Wissenschaft der Biochemie, das für uns die Wahrheit offengelegt hat. Sie lehrt uns, dass während Früchte und Salate uns dick machen, genau das gehasste Fett uns ironischerweise abnehmen lässt. Leider, wie du aus eigener Erfahrung feststellen konntest, haben wir die Regeln übers Abnehmen geglaubt und befolgt. Es lässt sich jedoch daraus schlussfolgern, dass wenn wir nicht abnehmen konnten und wenn doch wir wieder zunahmen, dass da etwas nicht stimmen kann. Irgendetwas muss also da falsch sein, egal was das Marketing sagt. Hast du mit Shakes oder Pillen abgenommen? Gut, hast du wieder zugenommen? Dann war es nicht das Richtige. Hast du mit deiner Stoffwechselkur abgenommen, aber dann wieder zugenommen? Dann war es nicht das Richtige. Kennst du Leute, die abgenommen haben und dann wieder zugenommen haben? Dann war es nicht das Richtige. Okay, ich muss jetzt lachen, weil was gleich folgt, ich einfach darüber lachen muss. Meine Geschichte kennst du inzwischen, aber du kennst noch nicht die ganze. Ich bin eigentlich von Beruf Friseur. Jetzt willst du sagen, was? Wie kommt überhaupt ein Friseur dazu, so etwas zu machen? Im Prinzip war meine Grundausbildung gar nicht so schlecht. Auch wir mussten verstehen, wie die Biochemie funktioniert. Zellenlehre, Atome, wie entsteht ein Haar und so weiter. Und gleich will ich dich überraschen, weißt du überhaupt, was ein Haar ist? Haare sind nichts anderes als abgestorbene Eiweißzellen. Wenn du also zu wenig oder kein Eiweiß zu dir nimmst, wirst du es auch an deinen Haaren spüren. Und so komisch wie es auch klingt, Haar ist nichts anderes als ein Abfallprodukt vom Körper. Diese abgestorbenen Eiweißzellen müssen ausgeschieden werden. Selbst die Feder eines Vogels bestehen aus Eiweiße. Dieses ganze Zeugs über den pH-Wert mussten wir lernen. Und nicht nur, wie das auf dem Haar Anwendung findet, sondern auch auf die Haut. Und um verstehen zu können, wie sich das auf die Haut auswirkt, mussten wir natürlich wiederum ins Innere gehen, bis tief in die Zellenstruktur. Also war dieses Wissen eine große Hilfe für mich. Es erleichterte mir eine Menge Arbeit bei dieser Forschung. Und ich will dich auch schocken und beweisen, wie das Marketing auch auf diesem Gebiet Lügen verbreitet. Da ein Haar eine tote Materie ist, kann man es nicht wieder aufbauen. Egal, was die wunderbaren Grafiken im Fernsehen uns zeigen. Sie zeigen ein Haar, das kaputt ist und mit Hilfe von technischen grafischen Mitteln lassen sie es wieder neu, gesund und glänzend erscheinen. Doch das ist nicht die Wahrheit. Etwas, was tot ist, kann man nicht wieder aufbauen. Oder diese Werbung, wo du liest mit Provitamin, B5 und alles Mögliche, das funktioniert nicht. Oder hast du schon gesehen, wie etwas, was tot ist, du wieder mit Vitaminen oder was auch immer zum Leben erwecken konntest? Jetzt wirst du ja sagen, ja, aber warum sagt mir das mein Friseur nicht oder meine Friseurin? Willkommen in der Marketingwelt und Geldgeschäft. Auch der Friseur lebt von diesen Lügen. Das Interessante jedoch daran ist, dass wir alle bei den Prüfungen durchgefallen wären, wenn wir behauptet hätten, dass man ein Haar wieder aufbauen kann. Also es ist uns allen bekannt, dass es eine Lüge ist. Und hier siehst du die Macht des Marketings, wie es eingesetzt werden kann. Der ultimative Beweis, dass das eine tote Materie, liegt darin, dass es nicht wehtut, wenn man es schneidet. Und um stärkeres Haar oder stärkere Fingernägel zu bekommen, ist nicht die Lösung, Hirsen oder Olivenöl sich über den Kopf zu schmieren oder irgendwelche andere Präparate, sondern iss Eiweiß und du wirst es spätestens nach 3-4 Monaten feststellen. Kommen wir zurück zum Thema Abnehmen. Ja, die Frage bleibt natürlich noch offen, wie kommst du dazu, als Friseur Ernährungscoach zu werden und dich mit dem Marketing zu befassen? So wie es im Leben ist, alles hat mit einem Hobby gestartet und jetzt ist es mein Beruf geworden. Und wie du siehst, ich tue es mit Leidenschaft. Doch jetzt, wie du weißt, ich habe mit Hilfe eines Arztes etwas über die Hormone gelernt. Aber ich will dir noch zeigen, was für Forschungen ich angestellt habe, um überhaupt alles das herausfinden zu können, was ich dir jetzt dann weitergeben bin. Habe ich zum Beispiel Stoffwechsel eingegeben, wobei
Stoffwechselkur und so weiter mich nicht interessiert hat. Was für mich interessant war, die Definition, Wikipedia. Bin dann rauf, dann habe ich angefangen zu lesen. Und dann während dem Lesen bin ich zum Beispiel auf solche Worte gestoßen wie Metaboliten. Dann habe ich gedacht, okay, was bedeutet das? Dann bin ich raufgegangen, dann habe ich angefangen, die Definition zu lesen und fand hier das Wort Intermediat. Was bedeutet das wieder? Dann bin ich zum Beispiel hier auf Intermediärstoffwechsel gestoßen, habe gedacht, was bedeutet jetzt das schon wieder? Bin ich raufgegangen, Kühlmasse und so weiter. Und als das klar war, ging ich wieder zurück, damit ich das endlich verstehe. Und interessant war, dass immer wieder das auftrat. Biologischer Prozess. Dann hier Biochemie, Zellbiologie. Dann gehe ich zurück. Und immer wieder tauchte dieses Wort, wo ist es hier? Hier. Biochemischen Vorgänge. Dann habe ich gedacht, okay, schauen wir mal hier. Und dann, wie du siehst, die Biochemie oder biologische Chemie, früher auch physiologische Chemie genannt, ist die Lehre von chemischen Vorgängen in Lebewesen. Und genauso fing ich an, damit mich mit der Biochemie auseinanderzusetzen. Und dann war natürlich die Schlussfolgerung, was für biochemische Reaktionen bewirken Lebensmittel? Was verursachen zum Beispiel Proteine und Fette, Aminosäuren, Enzyme, Nukleinsäuren, Kohlenhydrate und so weiter. Und dann stieß ich früher oder später unweigerlich auf die Hormone. Und so fing das ganze Spiel nochmals von vorne an. Ich fing an zu lesen. Dann bei jedem Wort, das ich nicht verstand, zum Beispiel hier haben wir den Adrenalin. Klickte ich drauf. Was hat das Adrenalin an sich? Dann stieß ich auf die zirkadiane Rhythmik. Was ist das? Ich habe also herausgefunden, dass bestimmte Hormone zu bestimmten Tageszeiten mehr arbeiten als zu anderen Tageszeiten. Und genau das Adrenalin hier ist ein Hormon, das uns hilft abzunehmen. Dann fand ich heraus, dass dieses Adrenalin morgens zwischen 7 und 9 Uhr am besten arbeitet. Dann war die nächste Frage, welche Lebensmittel stimulieren dieses Adrenalin? Und genau eines dieser Lebensmittel unter vielen, das ist nicht das einzige, sind zum Beispiel Spaghetti. Da wir beispielsweise nachmittags oder abends kein Adrenalin mehr produzieren oder nur sehr schwach, bewirken interessanterweise genau zu diesen Zeiten die Spaghetti das Gegenteil. Man nimmt also zu. Und so fand ich heraus, wie zum Beispiel das Fett wiederum das Hormon Glucagon anregt. Dann stieß ich zum Beispiel auf solche Worte wie Synthese. Was bedeutet jetzt wieder Synthese? Und fand heraus, wie die Chemie funktioniert. Und so wurde es immer klarer, dass diese Theorie mit dem Stoffwechsel nicht stimmen kann und schon gar nicht mit den Kalorien. Und als das alles einen Sinn machte, ging ich alles nochmals zurück, 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 zurück. Hier, okay, wo war es hier? Und dann ging es von hier wieder weiter. Diese biochemischen Vorgänge dienen dem Aufbau und der Erhaltung der Körpersubstanz. Baustoffwechsel. Dann ging ich Baustoffwechsel klären. Und so konnte ich eine Liste aufstellen von über 300 verschiedenen Lebensmitteln, welche bestimmte biochemischen Reaktionen im Körper verursachen. Durch das Weiterforschen fand ich heraus, dass bestimmte Hormone mit zunehmendem Alter anders arbeiten. Also fand ich heraus, dass bestimmte Lebensmittel in einer anderen Reihenfolge und in einer anderen Kombination wiederum in der Lage sind, Hormone anzuregen, die bei jüngeren Menschen nicht anzuregen sind. Grundsätzlich, wenn man sich einmal damit befasst, ist es sehr einfach. Es ist schon alles da, es wurde schon alles erforscht, man muss es nur noch anwenden. Ich kann also mit ruhigem Gewissen behaupten, dass jeder Mann, wenn er sich damit beschäftigt, mit der Zeit auch draufkommt. Diese Wissenschaft, die Biochemie, legt alles offen und nichts ist geheim. Also bin nicht ich hier der Held, sondern die Wissenschaft. Und wenn man diese Regeln befolgt, kann man gar nichts Falsches machen. So unglaublich, wie es auch klingt, man kann gar nichts anderes als abnehmen, denn der Körper ist fürs Abnehmen programmiert. Er entledigt sich sofort vom überschüssigen Fett. Die Schilddrüse arbeitet zum Beispiel auch morgens am besten. Wenn man sie stimuliert, wird sie ihre Arbeit erledigen. Doch es gab noch einen weiteren Grund. Ich wollte meiner Tochter helfen, abzunehmen. Im E-Book findest du ihre Geschichte, die Geschichte von Sarah. Ja, wenn du das liest,
ist das meine Tochter. Das ist dieses hübsche Mädchen mit dem roten Kleid, das plötzlich in diesem Video weint. Sie weint, weil wir ihr nicht glauben wollten. Wir glaubten nicht, dass sie sich Mühe gab. Wir würden nicht glauben, dass sie wirklich das tat, was ihr empfohlen wurde. Sie erinnert sich an diese Zeit, wo sie alles Mögliche gemacht hat und nicht abnehmen konnte. Du glaubst es nicht, was ich tun musste, um ihr zu helfen, nochmals einen neuen Versuch zu starten. Sie wollte nichts mehr davon wissen. Fertig. Definitiv abgeschlossen. Sie war so frustriert inzwischen und sie hatte so alles aufgegeben, dass sie einfach nichts mehr glaubte. Eine andere Person war meine Mutter. Wir alle waren der Meinung, dass es etwas Genetisches sein muss, dass man nichts dagegen tun kann. Es war wie ein Universalgesetz. Es geht nicht. Finde dich einfach damit ab. Ihr seid so gebaut. Das ist euer Stoffwechsel. Lebt damit. Es geht nicht. Doch kommen wir jetzt zu den Fragen. Enzyme. Ich habe so viel von Enzyme geredet, jedoch nie wirklich erklärt, wie das mit diesen Enzymen funktioniert. Also gut, was ist das Enzym? Nochmals, vielleicht erinnerst du dich noch, wenn das die Zelle ist, man könnte sagen, das ist das Haus. Hä? Das wäre die Zelle. Nehmen wir das wieder weg hier. Und hier drin, in der Zelle, wohnt das Enzym. Was die Aufgabe des Enzyms ist, wissen wir inzwischen, ist Nahrung, die reinkommt, umzuwandeln und wieder in den Umlauf zu bringen. Also ist für den Stoffwechsel verantwortlich. Dieses Enzym hier ist jedoch süchtig. Es ist süchtig nach bestimmten Lebensmitteln. Zucker, Salz, Käse, Pizza, Hamburger. Er will immer das Gleiche. Nehmen wir an, es ist süchtig nach Käse. Was dann passiert ist, dieses Haus geht kaputt, aber gibt die Information der nächsten Zelle weiter. Die gleiche Information. Du brauchst Käse, du brauchst Zucker, du brauchst Salz. Diese Zelle hier lebt 21 Tage. Das bedeutet, nach 21 Tagen kommt die nächste Zelle mit den gleichen Informationen. Der Trick besteht also darin, dieses Enzym hier zu überlisten. Wir geben ihm einfach kein Käse mehr. Wir geben ihm kein Zucker mehr. Wir geben ihm kein Salz mehr. Und was passiert? Er wird diese Information dann so weitergeben. Da logischerweise nicht von heute auf morgen alle Zellen sterben und gleich wieder kommen, das geschieht natürlich versetzt, braucht es noch 7 Tage, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Nach 28 Tagen haben wir also eine neue Zellstruktur und ganz andere Enzyme, die ganz anders arbeiten. Darum sage ich dir, nicht immer das gleiche essen. Darum habe ich dir gesagt, diese Lebensmittel bitte nur 2 Tage hintereinander. Das ist der Grund. Sonst werden wir diese Enzyme nie in Ordnung bringen und du wirst dem Jojo-Effekt nie entkommen. Zudem geben wir ihm bestimmte Lebensmittel, die es nie bekommen hat. Und das ist nicht, um irgendetwas anzukurbeln, sondern um neue Bausteine aufbauen zu können. Neue Häuser, neue Zellen, ganz anders. Darum schönere Haut, bessere Haut. Es passiert so vieles, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nach knapp einem Monat hast du einen völlig neuen Körper. Du wirst nicht mehr süchtig sein nach bestimmten Lebensmitteln, die dich haben zunehmen lassen. Du wirst bestimmen, was du isst und nicht mehr die Enzyme. Im Moment ist es so, dass du, wenn es 1, 2, 3 wären, wäre das kein Problem. Aber du musst dir vorstellen, das sind Milliarden von Enzymen, die dir gleichzeitig sagen, was du jetzt essen sollst. Das sind diese, die den Weg zum Kühlschrank bestimmen. Das sind diese Enzyme, welche deinen Einkaufskorb füllen. Es sind die Enzyme, die dir sagen, komm, wir gehen ins McDonald's. Entschuldigung, ich muss einen Schluck Wasser nehmen. Wenn man so viel redet. Also gut, genau. Dann die andere wichtige Fragen: Cholesterin, Diabetes, was passiert mit dem Blutdruck und so weiter. Okay, ganz klar. In erster Linie, ich bin kein Arzt und will mich auch nicht einem Arzt ersetzen. Daher empfehle ich allen unbedingt,
bedingt, wenn Sie ein gesundheitliches Problem haben, dies unter Aufsicht eines Arztes zu tun. Hast du Diabetes? Dann weißt du, was du tun musst. Du misst deine Glycämiewerte und du weißt, wie es weitergeht. Doch wenn du ein Diabetiker mellitus 2 bist, kann ich nicht ausschließen, dass du damit das in Ordnung bringst. Da ich dir jede zuckerhaltige Nahrung streiche, kannst du nur davon profitieren. Also, soweit unbedenklich. Diabetes 2, das ist weg. Ja. Also meine Cholesterinwerte, meine Blutwerte, die sind alle wieder im grünen Bereich. Also das ist irgendwie ein Rassig gegangen. Mit den 10 Kilo jetzt gebraucht. Mhm. Und dann ist es weg gewesen. Doch im Gegensatz zu allen anderen, dass dir den Arzt abraten und sich darüber erheben, wie schon gesagt, empfehle ich dir wirklich, es unter ärztlicher Aufsicht zu tun, wenn du ein Problem hast. Wenn Medikamente notwendig sind, dann musst du sie nehmen. Wenn sie nicht notwendig sind, dann musst du sie nicht nehmen. Leute, welche solche Diätkapseln und Shakes und was auch immer verkaufen, werden dir natürlich sagen, nimm keine Medikamente oder mach das oder geh nicht zum Arzt, denn der Arzt ist für sie der Konkurrent. Sie vertreten persönliche Interessen. Ich habe keine andere persönliche Interesse. Also ich bin da nur, um dir zu zeigen, warum du nicht abnehmen kannst und um dir zu helfen, ein für alle Mal abzunehmen. Okay, aber ganz kurz über den Cholesterin. Man streitet sich darüber, was Cholesterin wirklich ist. Die eine behaupten, es sei Fett, die andere wieder nicht. Man weiß also nicht, wem man glauben soll. Auch in diesem Fall gibt es unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Theorien, dass man nicht weiß, wem man glauben soll und was jetzt wirklich los ist mit diesem Cholesterin. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe das folgendermaßen gelöst. Dann haben wir hier eine Theorie, hier eine Theorie, hier eine Theorie, hier eine Theorie und so weiter. Dann habe ich danach Ausschau gehalten, worüber sind sie sich überhaupt einig. Dann haben wir jetzt so, das hatten sie gemeinsam, das ist gemeinsam und so weiter. Bis ich hier das gefunden habe, was alle gemeinsam haben und alle die gleiche Meinung darüber haben. Das hier hat mich nicht interessiert, weil das waren nur Theorien und persönliche Meinungen, die sich mit allen anderen, wie beim Stoffwechsel und dieses ganze Zeugs, einfach sich widersprochen haben. Doch das hier hatten alle, das haben alle gemeinsam. Genau diesen Punkt hier. Okay. Und das nächste war, was ist die Wurzel dieser Gemeinsamkeit? Die Antwort kennst du. Biochemie. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Grundlage ist immer die Biochemie und die ist immer gleich für alle. Was besagt also dieser gemeinsame Nenner hier? Sie sind sich nicht einig, ob es Fett ist oder nicht. Spielt überhaupt keine Rolle. Doch, es spielt eine Rolle. Aber Folgendes sind sich einig. Zumindest die einen behaupten 80% und andere 90%. Man ist sich also darüber einig, dass 80 oder 90% vom Cholesterin der Körper selbst produziert. Das bedeutet also, dass alle diese Theorien, sie sich über eine Sache einig sind, dass Cholesterin sich nicht aus cholesterinhaltigen Nahrungsmitteln sich zusammensetzt, wie zum Beispiel Eier, Fett oder das oder jenes oder Fleisch, was auch immer. Es ist eine Eigenproduktion vom Körper selbst. Demzufolge kann man also sagen, 85% produziert der Körper selbst. Frage eine dieser Experten hier. Wird die das sagen? Wird die das bestätigen? Nur müsstest du dann fragen, ja, warum darf ich dann keine Eier essen? Und dann wird irgendeine wunderbare Theorie dir auf den Tisch gelegt und du wirst sagen, aha. Okay, lassen wir das. Die nächste Frage lautet natürlich, ja, wenn es nicht cholesterinhaltige Nahrung wie Eier oder Fett und so weiter diesen Cholesterin produziert, wie macht er das überhaupt? Und ob schon sie sich darüber streiten,
ob dieses Cholesterin aus Fett besteht oder nicht, wenn man es anfasst oder in den Händen hält, dann ist es eine fettige Masse. Und woraus besteht Fett? Wir haben das gelernt. Das sind Zuckeralkohole, die sich zusammenschließen, und das ist Fett. Was ist demzufolge die wirkliche Ursache von Cholesterin? Genau, zuckerhaltige Nahrung. Essigsäure ist das, was am schnellsten diesen Cholesterin produziert durch biochemische Prozesse. Also einen feinen, gesunden Salat mit Essigsäure bringst du dich um. Doch teste es einfach. Geh zum Arzt, lass dir die Blutwerte messen, den Cholesterinspiegel, währenddessen isst du einmal keinen Salat mehr, fängst du an, wieder normal zu essen, und dann schaust du, was passiert. Also meine Cholesterinwerte, meine Blutwerte, die sind alle wieder im grünen Bereich. Wenn du einen guten Arzt hast, wird dich dabei unterstützen. Wenn du einen geldgierigen Arzt hast, dann will er nicht auf lebenslange Kunden verzichten. Das musst du selbst herausfinden, welchem Arzt du dein Vertrauen schenken kannst und sollst. Hoher Blutdruck. Was halt sehr, sehr gut ist jetzt, dass mein Bluthochdruck runter ist. Auf fast Normalniveau. Also der war bei 180 zu 140. Und jetzt sind wir doch manchmal bei 118, und aber ohne Tablette jetzt seit dem dritten Tag. Richtig und, gut. Und wie lange kämpfst du schon mit diesem Bluthochdruck? Na, wie lange, kann ich gar nicht genau sagen, aber sicher mehr als 2 Jahre wahrscheinlich. Ja. Und dann habe ich eben aus eigenem Risiko gesagt, die Medikamente lasse ich jetzt weg, teste es für 1-2 Tage, und ich muss sagen, seitdem ist er auf Normalniveau, ja. Also ich nehme keine Tablette mehr jetzt für Bluthochdruck. Vorher, während Jahren nicht handhaben konntest, hast du jetzt innerhalb von einer Woche, kann man sagen, nicht einmal 5 Tage, ja, erledigt. Wie ist das für dich? Ist doch, ja, ist voll krass, muss ich sagen. Also dann ist es für jeden Pflicht, das zu machen. Ja. Eigentlich ist auch, ist natürlich super. Ich habe vorher mit 5 Medikamenten einen Blutdruck gehabt, über 230. Ja. Und der Arzt in die Schweiz gebracht und die jüngste Untersuchung und die jüngste Zeug wirklich lebensbedrohend. Und das ist kein Thema mehr. Ich bin dann mit dem Arzt, habe ich können reduzieren. Ich habe mir am Schluss noch Schwächere gegeben, als ich hatte, noch eine Tablette, und die muss ich auch nicht mehr nehmen. Du hast deinen Blutdruck im Griff, und ja, so ist es. Also, und zwar nach kürzester Zeit. Also der ist aber innerhalb von weniger als einer Woche. Und jetzt nimmst du keine mehr? Also, das ist nein, fertig. Fertig. Dann die andere Frage, was isst man da überhaupt? Okay, da isst du alles. Also Fleisch, Fisch, diverse Gemüsesorten, ganz bestimmte Gemüsesorten, ja, und sogar auch Früchte, ganz bestimmte Früchtesorten, welche nicht deinen Insulin treiben. Also es ist vermutlich die abwechslungsreichste Diät, die du schon je gehabt hast. Also da fehlt gar nichts. Ist alles da und in Mengen, so viel du willst. Genau, und dann das andere ist, geht das wirklich ohne Sport? Jede Diät, welche nicht funktioniert, schiebt es dem Sport zu. Jedes Sportprogramm oder Fitnessprogramm, das nicht funktioniert, das dich nicht abnehmen lässt, schiebt es wiederum der Nahrung zu. Man kann es also drehen und wenden, wie man will. Es liegt an dir oder an irgendetwas anderem, aber nicht dem eigenen Produkt. Kennst du das Mühlespiel? Das ist diese berühmte Zwickmühle, wo du einfach nicht rauskommst. Wir in der Schweiz sagen dem Fecchiomelli. Du bist also aufgeschmissen. Natürlich kannst du das mit Sport machen, wenn du mindestens 3-4 Mal pro Woche über Jahre hinweg in den Fitnessraum gehst und trainierst, und dann wird es früher oder später, wird es funktionieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du das ein Leben lang so machen willst. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du jetzt 6 Monate lang in den Fitnessraum gehen willst und dich abrackern und abtrainieren, bis endlich diese Pfunde weg sind. Was du willst, ist ganz normal essen können, dabei nicht hungern müssen und abnehmen. Und dann, was ist es, wenn es nicht funktioniert? Gibt es eine Garantie? Also, das Erste, was du wissen musst, ist, dass diese Diät für Leute entwickelt wurde, die nicht abnehmen können. Jede Lüge über Kalorien, Stoffwechsel, was auch immer es gibt, wurden aus dem Weg geräumt und richtet sich nur nach der Biochemie. Und bis jetzt, was ich weiß, hat sie ausnahmslos funktioniert. Zumindest bei denen, die sich daran gehalten haben. Es ist nicht einfach, auf so etwas eine Garantie geben zu können.
woher soll ich wissen, dass du wirklich das tust, was ich sage? Und dazu kommt noch, es gibt solche Schlaumeier, die nehmen sich meine Beratung und behaupten dann, es hätte nicht funktioniert und wollen das Geld zurück. Denn die Biochemie selbst ist nichts Neues. Was neu ist, ist die Tatsache, dass sich diese nicht nach den alten, verstaubten Kalorien- und Stoffwechseltheorien richtet. Da wir schon dran sind, zeige ich dir gleich, wie solch ein metabolisches Rezept, das deinen Stoffwechsel anregen sollte, genau nach diesen Regeln das Gegenteil bewirken kann und sogar dein Hormongleichgewicht auf die Dauer durcheinanderbringen kann. Dann haben wir hier also ein metabolisches Rezept, das deinen Stoffwechsel ankurbeln sollte. Birnentatin mit Speck und Salbei. Aufgrund der Kalorientheorie hat es nur 516 Kalorien. Also kann man mit 516 Kalorien nicht zunehmen. Davon sind 33 Gramm Fett, 50 Gramm Kohlenhydrate und 79 Gramm Eiweiß. Schauen wir uns jedoch das Rezept einmal an. 40 Gramm Zucker, 1 Esslöffel Wasser, 25 Gramm Butter, 1 Esslöffel Salbeiblättchen, fein geschnitten, 12 Tranchen rohes Speck, ca. 75 Gramm, 6 kleine reife Birnen, zum Beispiel Gute Luise, geschält, halbiert und als Garnitur Salbei, Weinsalz und Pfeffer. Weinsalz ist in Spezialitätengeschäften erhältlich. Das sind diese leckeren Rezepte, welche dich abnehmen lassen. Doch schauen wir uns einmal dieses Rezept genauer an. Wir haben hier 40 Gramm Zucker und verdoppeln, verdreifachen, wenn nicht sogar vervierfachen wir die Zuckermenge mit den 6 kleinen reifen Birnen. Mag wenig Kalorien haben, doch hat einen sehr hohen Zuckeranteil. Wasser, Butter und Salbeiblättchen wären kein Problem, so wie der Speck selbst. Doch ein guter Lebensmittelchemiker oder Biochemiker würde darin sofort erkennen, dass Eiweiße wie zum Beispiel Speck oder Butter sich mit Zucker nicht vertragen. Butter und Speck regen das Hormon Glucagon an und die Früchte, sowie das Zucker selbst, das Hormon Insulin. Nun, was soll hier jetzt der Körper produzieren? Insulin oder Glucagon? Was hier also geschieht, ist ein Hormonungleichgewicht zu schaffen. Einmal, zweimal, dreimal, so kommt dein Körper gut damit zurecht. Wenn du dich jedoch einen Monat lang Stoffwechsel ankurbelnde Rezepte ernährst, kannst du sicher sein, dass nach einem Monat deine Hormone aus dem Gleichgewicht gefallen sind. Du kannst damit abnehmen, ja, aufgrund der geringen Mengen, aber gleichzeitig hast du dir selbst einen Schaden angerichtet. Nachdem du eine solche Stoffwechselkur hinter dir hast, gehst du davon aus, dass dieses Rezept gut ist. Also wirst du es wieder essen, aber dieses Mal in der doppelten oder dreifachen Menge. Da du jetzt die Mengen erhöht hast, nimmst du wieder zu. Also hast du nichts anderes als dein Jojo-Effekt vorprogrammiert. Natürlich schmeckt es lecker. Doch wie soll dein Körper mit so vielen verschiedenen Lebensmitteln zurechtkommen? Es muss Birnen, Speck, Salbeiblättchen, Butter, Zucker, Weinsalz und Pfeffer irgendwie alles zusammen verdauen können. Jedes einzelne dieser Lebensmittel regt bestimmte Hormone an. Und bei so viel verschiedenen Hormonsäuren im Umlauf kannst du eine Übersäuerung kreieren. Doch mit diesen Ausdrücken wie Metabolik oder Stoffwechselkur glauben wir, dass das gut ist, dass das gesund ist, dass das in Ordnung ist. Und die kleine Menge an Kalorien ist auch in Ordnung. Und genau hier liegt die Falle. Und das ist ein weiterer Grund, warum du nicht abnehmen kannst. Und wieder einmal hat man es der Kalorientheorie und Stoffwechseltheorien zu verdanken. Okay, was ist sonst noch neu an dieser Diät? Wir haben schon darüber gesprochen. Es ist, dass der Jojo-Effekt nicht mehr eintreten kann. Doch nebst den Zeugenaussagen will ich dir jetzt zeigen, warum ich mir so sicher darüber bin. Also, nehmen wir an, du hast 10 Kilo Übergewicht. Hä? Warum? Weil du nach der Kalorientheorie zum Beispiel statt 2000 du 3000 Kalorien zu dir nimmst. Wenn es sich nicht nach den Kalorien richtet, dann richtet es sich nach der Menge. Das heißt, 1000 Gramm von bestimmten Lebensmitteln, was zu viel ist. Das hier ist eigentlich ein und dasselbe. Hier hat man es einfach für dich ausgerechnet. Dann machst du eine Diät, dann hast du hier 1500 Kalorien und hier nimmst du nur noch 500 Gramm. Du nimmst ab. Dann hast du also wieder diese minus 10. Kannst du das auf die Dauer? Nein, das geht nicht. Du kannst nicht, weil hier machst du eine Hungersnot durch.
Früher oder später willst du wieder normal essen. Du isst also wieder 3000 Kalorien. Voilà. Und du hast 12 Kilo zugenommen. Kennst du das? Das ist doch wohl logisch. Das ist die Kalorientheorie, das ist die Stoffwechseltheorie, das ist dieses Zeugs. Das heißt, es richtet sich nach weniger Essen, als du verbrauchst. Doch du kannst das nicht ein Leben lang machen. Darum nimmst du immer wieder zu. Und darum sagt man, ich bin ein Leben lang auf Diät, weil du das immer wieder tust. Schauen wir, wie es bei dieser Diät funktioniert. Du hast also... Achtung! Du... Okay. Halt dich fest. Hä? Das wirst du mir nicht glauben, aber es ist so. Du hast 10 Kilo Übergewicht. Und du isst mehr, als du essen solltest. Also du isst dich, du stopfst dich eigentlich voll. Hä? 3000 Kalorien oder 1000 Gramm jeden Tag. Also so, dass du immer satt bist. Wenn du so isst, bist du satt, aber du nimmst zu und du bringst dein Gewicht nicht runter. Jetzt komme ich daher und sage dir, willst du 7 bis 10 Kilo abnehmen? Wenn du willst, wenn du magst, meine Empfehlung ist, tue es, esse nicht nur 3000, sondern 6000 Kalorien. Nicht 1000 Gramm, sondern 4000 Gramm. Dass du sagst, es ist unmöglich, ich bin da ja schon voll, wie soll ich diese Menge reinknallen? Und ich sag dir, da, wenn du willst, kannst du das tun. Was passiert jetzt, wenn du minus 10 Kilo hast? Du kannst weiterhin diese Menge oder diese Menge, 4000 Gramm oder nur 1000 Gramm, weiterhin immer genau so viel essen wie während der Abnehmphase. Also das heißt, du gehst nicht zurück, sondern du erhöhst es hier und du bleibst dabei. Du kannst gar nicht mehr zunehmen. Es geht gar nicht. Du verstehst es nicht, du glaubst es nicht. Es klingt unglaublich. Das ist das Neue. Das ist das Einzigartige hier. Du kannst dich voll fressen. Es ist unglaublich. Du hast ja gesehen, ich habe dir sogar Sahne zum Essen gegeben. Ich habe dir Spaghetti gegeben. Nimm sie einfach zum Frühstück, aber iss sie. Und du, wenn du es gemacht hast, dann musst du mindestens 1 bis 2 Kilo abgenommen haben. Okay, doch schauen wir jetzt, was die Zeugenaussagen zu sagen haben. Ich bin so ein Jojo-Kind. So ein Fellesser. Und das ist eben so cool an dieser Diät jetzt. Und darum denke ich, wird sie für mich funktionieren, weil man da muss zwar sich einen Plan halten, aber man darf essen, bis man platzt. Und ich brauche manchmal das Gefühl, einfach so, ich darf ja. Und dann, wenn man das einfach sich füllen, wie heute am Morgen. Das ist geil! Das ist geil! Und dann noch voll Rahm. Ich liebe voll Rahm. Aber gleich nur schon das, oder, dass es funktioniert. Mhm. Jetzt, das ist ja so geil. 3 Kilo in 4 Tagen und das geht nicht viel geiler. Was ist für dich der Unterschied von dieser Diät zu anderen Diäten? Menge. Ja. Und für mich ist das der Schlüssel. Und zwar ohne schlechtes Gewissen in Mengen essen. Die Schüssel heute, nur schon das war eine Befriedigung. Das ohne schlechtes Gewissen, man darf so richtig, oder? Geil. Ist es für dich komisch, dass du so viel essen kannst, wie du willst? Nein, ist Bombe. Jetzt ist es gewohnt. Also ja. Am Anfang war es sehr ungewohnt, habe ich gedacht, hä, was, wieso soll ich so viel essen? Aber seitdem esse ich einfach bis dahin, ich sag mal, selbst wenn ich satt bin, hau ich mir lieber noch ein Stückchen hinterher, damit es aufgebraucht ist. Und ich nehme an, du hast schon viele Diäten ausprobiert. Was ist für dich der große Unterschied? Für mich ist ein ganz großer Unterschied, dass eben ich kein Sodbrennen mehr habe. Das ist richtig krass. Ich kann so viel futtern, wie ich will. Das gab es in manchen Diäten auch. Mhm. Aber das hat wirklich dann nichts gebracht. Und hier weiß ich, es tut meinem Körper gut. Bist du erstaunt von dem, was du isst, wie das funktioniert? Ja. Also ist voll cool. Ja, diese Chemie dann, das ist schon faszinierend. Vor allem bei manchen Lebensmitteln, du merkst sofort, dass was abgeht. Ja. Also sofort nach dem Essen geht das schon los und das geht ruckzuck, explosionsartig. Und das sieht man auch auf der Waage, ja. Und du isst wie ein Schwein, deutsch gesagt. Okay.
Ist so. Ja, das ist jetzt gut an dem Ganzen. Es ist völlig unglaublich. So viel, esst so viel wie es geht, echt, haut euch die Birne weg. Jetzt, Leute glauben mir nicht, wenn ich sage, dass du so viel essen kannst, wie du willst. Wie war das für dich? Man kann es probieren, weil man das jetzt absichtlich versucht, aber man spürt ja selber, dass man genug hat. Ich hatte zum Beispiel Fisch gestern oder so, oder war es vorgestern, dann habe ich einen ganzen Haufen Fisch gegessen und noch mehr, weil ich gedacht habe, ich kann ja so viel, aber ich habe gemerkt, das war zu viel. Ja, am nächsten Tag habe ich es irgendwie gespürt, also was soll der Unsinn? Also, das heißt, ich war ja satt. Ja, also man isst so viel, wie es man das Gefühl hat, dass man ist satt und fertig, oder? Und du musst das nicht auf die Waage legen und Kohlenhydrate oder irgendwas messen da und Kalorien messen und zählen und diesen ganzen Quatsch. Ja, das finde ich doch super. Das heißt, braucht man alles nicht. Du nimmst einfach diese Speise, isst, bis du satt bist, bist vernünftig und fertig aus. Ich habe viel gegessen. Heute habe ich jetzt eine Sperrips gehabt. Portion. Ist fein gewesen. Ich habe es richtig genossen. Zum Mittag habe ich 4 Bullischenkel gehabt. 4, wo nehme ich 5. Weiß ich schon. Ich finde es cool. Und du nimmst ab? Ich habe jetzt über 6 Kilo abgenommen, in einer Woche. Nur die Reihenfolge war anders. Quantitäten so viel ich wollte, aber einfach nur immer eins. Zeug so viel, was du willst und viel Rahmen. Das hat mir sehr zugesagt. Da habe ich schon 1 Kilo weniger gehabt. Erst haben wir Bulli und Fisch. Und auch immer, wenn ich den Bulli gegessen habe, nicht einfach nur ein Bulli schenken, sondern du hast das ganze Bulli können essen. Ich habe einfach nie Hunger gehabt, oder ich nicht müssen Hunger. Also ich habe die ersten 14. Ich bin aber fast verreckt am anderen Tag. Ich dachte, das geht gar nicht sein, die Menge, die ich hier jetzt hinterher haue. Das kann gar nicht. Am anderen Tag auf dem Wagen gestanden. Ja Gott, dann ist schon wieder ein Kilo weg. Okay, was soll ich noch mehr dazu sagen? Das ist es. Okay, aber da gibt es noch eine Frage und die ist interessant. Gibt es in dieser Diät auch den Schlemmertag, wo man alles essen kann, was man will? Dieser Schlemmertag ist eine Mode. In jeder Diät gibt es einmal die Woche, wo man machen kann, was man will. Ich muss aufpassen, sonst wirke ich unsympathisch. Irgendwann einmal wirst du denken, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du scheinst alles besser zu wissen als alle anderen. Darum will ich jetzt nicht auf dieses Thema eingehen. Diese Diät hier ist für Leute gedacht, die nicht abnehmen können. Also sie unterscheidet sich von allen anderen. Man kann sie nicht gleichsetzen. Und was das Schlemmen angeht, so kann es durchaus sein, dass du 2, 3, 4 Mal pro Woche schlemmen kannst, wenn es ausgerechnet Lebensmittel sind, die du liebst. Du musst also nicht eine Woche lang darauf warten. Du kannst am ersten Tag schon kannst du dich voll fressen. Wie du gesehen hast, die Tamara, wie sie sagt, ja, die ist in Mengen. Also, vergiss einfach, streich alle anderen Theorien, ob richtig oder falsch. Das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Diese Diät hier wurde für dich gemacht, weil du nicht abnehmen kannst und richtet sich nach der Biochemie und nicht irgendwelche anderen Theorien. Ich will nicht einmal mit jemandem darüber streiten, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Ist mir eigentlich egal. Ich weiß, dass dieses Ding so auf diese Art funktioniert und alles andere spielt eigentlich keine Rolle. Hat diese Diät auch irgendwelche Nachteile? Ja, natürlich, du musst auf Zucker und Salz verzichten. Ein weiterer Nachteil ist, dass du vielleicht gelegentlich etwas essen musst, das du nicht so gerne hast. Das ist wie, ja, muss es jetzt regnen? Nein, eigentlich nicht. Jetzt müsste es nicht regnen. Doch die Erde wird dir danken. Du wirst eine reichhaltige Ernte haben. Und so ist es hier. Ich zum Beispiel, ich hasse Fenchel, ich mache die Nase zu und esse sie fertig, weil ich weiß, dass sie mir helfen. Also wenn du abnehmen willst, irgendetwas musst du auch noch tun. Was sind jedoch die großen Vorteile dieser Nachteile? Die habe ich dir eigentlich schon alle aufgezählt. Du musst nicht die Kalorien zählen, du musst nicht abwägen. Du musst nicht nach irgendeinem komplizierten Punktesystem gehen. Keine komplizierten Rezepte. Ich sage dir, esse Spinat und du isst einfach Spinat. Ich sage dir, esse Fenchel, du isst Fenchel. Ich sage dir, esse einen Fisch und du isst einfach einen Fisch. Du musst nicht einmal darauf achten, dass sie aufeinander abgestimmt sind.
Nichts. Du musst nicht einmal wissen, warum sie überhaupt funktionieren. Du musst keine Atemübungen machen, keine Yoga-Übungen. Du musst keine psychologischen Tricks anwenden. Du musst dich nicht überreden zu irgendetwas. Du musst nicht vor dem Spiegel stehen und dich anschauen und sagen, ich bin schön. Du musst nichts tun. Du musst nur essen. Und dabei kannst du noch kochen, wie du willst. Du kannst braten, du kannst grillieren, du kannst es im Ofen, du kannst es dämpfen, du kannst sogar in Mikrowellen. Sind dir keine Grenzen gesetzt. Jedes Gewürz ist erlaubt, außer Salz und Zucker. Und der andere große Vorteil und Unterschied ist, du musst keinen Sport treiben, wenn du nicht willst. Wenn du willst, halte dich nicht zurück. Mache, was du willst. Aber du musst nicht einmal das. Du brauchst kein zusätzliches Geld für irgendwelche Shakes, Diäten, neue Pfannen oder irgendetwas. Nichts. Doch schau dir wie die Testimonials, was sie dazu zu sagen haben. Und du musst das nicht auf die Waage legen und Kohlenhydrate oder irgendwas messen da und Kalorien messen und zählen und diesen ganzen Quatsch. Ja, das finde ich doch super. Das braucht man alles nicht. Du nimmst einfach diese Speise, isst, bis du satt bist, bist vernünftig und fertig aus. Nur mit dem ist es so simpel. Tönt es simpel. Und das ist völlig simpel. Das ist alles. Das ist so einfach, dass du bereits schon in Kompliziertheiten denkst, weil du dir es nicht vorstellen kannst. Und da du ohnehin etwas essen musst, dann mache ich es dich noch einfacher. Da steht drauf, Spinat, Fenchel, Poulet-Brust, was auch immer, das kaufst du ein und das isst du. Das war's. Und das Gute daran ist, du wirst nie wieder auf fremde Hilfe angewiesen sein. Das heißt, für mich kein Nachgeschäft und für dich keine unnötigen zusätzlichen Ausgaben. Du wirst ein Vermögen sparen.